Also Bayer schrie mit einem Mal. Hatten keinen Plan, warum, aber bevor sie es erklären konnte, hörten wir auf einmal laute Schritte, kamen immer näher. Durch diesen ganzen Schnee war es echt schwer, was zu sehen, aber wir konnten eine riesige Gestalt sehen, die auf uns zukam. Sir hätte sie fast angesprungen, als sie näher kam. Und plötzlich rennt Bayer vor. Ich hätte beinahe Bayers Brieffreund angegriffen. Ich habe tatsächlich den grauenhaften Jedi getroffen. Echt netter Kerl. Und ziemlich gut mit Richtung und so. Und wusste sofort, wo wir hin mussten. Und wie der das tut, sehe ich den fetten Klunker an seinen Fingern. Sowas wie ein Opal. Hab dann nicht an mich halten können und danach gefragt. Stellt sich raus, das ist vom Tempel. Das hat den Jedi in Plauderlaune gebracht. Wir haben eine Menge über die Goldschmiedearbeiten des Tempels gelernt. Und wie man uns als Feind ansehen würde, wenn wir uns ihm unangekündigt nähern. Ziemlich schlechter Ort, ein Geschäft zu betreiben. Der Jedi hat uns klar gemacht, dass nur auserwählte Leute aufs Gelände dürfen. Er wollte uns aber nicht helfen, Nein zu gedenken. Und was von wegen, dass ihn das eine Juwelenkaufrechte kosten würde. Aber zumindest wussten wir jetzt, wo es lang ging. Und als wir langsam begannen, unsichtbar zu werden, sahen wir ihn ironischerweise. Der Tempel von Ur, wo die Flamme Leviathans aufbewahrt wird. Das klingt ein wenig blasphemisch. Die Reise dorthin war brutal. Wir sind zu viel gelaufen. Ich dachte, mir fallen die Füße ab. So schlimm war es nicht. Der Weg war ziemlich kurvig, klar. Aber der Schnee dort hat sehr schön glitzert. Du hast gut reden. Du bist über den ganzen Mist einfach drüber gehüpft. Am Ende sind wir ja trotzdem am Tor angekommen. Natürlich war es verschlossen. Ein gewaltiger, feuchter Stein, geschliffen von Wind und Wetter. Und wenn es eins gibt, was ich überhaupt über dieses ganze Zeug weiß, dann, dass solche Tore echt unpraktisch sind. Zum Glück wollten wir eh nicht durch das Haupttor rein. Nein, dank der Unsichtbarkeit durch den Drinks konnten wir uns nach einem anderen Eingangspunkt umsehen. Es lag so viel Schutz herum, dass wir uns dachten, irgendwo müsse schon ein Glück sein, durch die wir eindringen könnten. Wie sich herausstellte, hatten wir uns geirrt. Und ich spürte bereits, wie die Unsichtbarkeit nachließ. Uns lief die Zeit davon. Na los, sag mir, was du für eine Idee hattest. Ich dachte, wir sollten die Tempelmauern erklimmen. Wir sind fast bis nach oben gekommen. Doch dann zerbröselte der Stein direkt unter unseren Fingern. Hex fiel als erster. Hat aber nicht lange gedauert, bis wir alle hinuntergesprungen sind. Ist aber gut, mit einem Magier zu fallen, der Zauber wirken kann, dass wir langsamer fallen, statt uns alle zu brechen. Und ich dachte, ihr wolltet einfach nur Gruppenkuscheln. Wenn du Gruppenkuscheln willst, dann wirk den Spruch nicht erst einen Meter beim Bogen. Natürlich, ich hätte üben sollen, bei Endgeschwindigkeit zu zaubern. Naja, hast es ja geschafft, bevor wir Matsche geworden sind. Hätten nur ein bisschen irgendwo anders landen sollen. Ich wusste nicht mal, dass dort überhaupt so große Kreaturen leben. Ja, ich auch nicht. Wo wir hinfallen, öffnet sich auf einmal, was wir für einen Berg gehalten haben. Ein Öschi von ungefähr so groß wie Zerdin.
der Wächter des Tempels. Und wie dieser Backmann seinen Kopf hebt, merken wir, dass wir kein Gipfelfahrt gefolgt sind, sondern der Körper der Guivre. Der schlangenartige Körper rollte sich langsam auf, und als die Guivre den Schnee von sich abschüttelte, sahen wir ihre weißen, leuchtenden Schuppen. Ein paar Herzschläge lang sah sie uns lediglich an. Zwischen ihren Augen lag ein gewaltiger Opal, der in sämtlichen Farben leuchtete. Was würde ich geben, mit sowas mal arbeiten zu können? Schön zu hören, dass ihr beide da eine mystische Erfahrung hattet. Und ich stand nur da und hab mir so wegen dieser gewaltigen geflügelten Schlangen gemacht. Die Guivre entfaltete ihre Flügel und begann in die Lüfte aufzusteigen, um uns anzugreifen. Zirr war schnell genug, uns in den Schnee zu drücken, als das Vieh mit seinem Mal auf uns zurast. Wäre Zirr nicht gewesen, wäre es aus dem Dutz. Alles, was ich denken konnte, war, dass ich nicht gegen sie kämpfen wollte. Als sie sich erneut zum Angriff bereit machte, schrie ich ihr entgegen, warum wir dort waren. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass eine Wächterin der Drachen unsere Ziele einfach ignorieren würde. Und genau das schien der Fall zu sein. Oder sie hat uns einfach nicht gehört. Aber ich wollte nicht aufgeben. Und wir mussten es auf eine Weise vermitteln, die sie unmöglich ignorieren könnte. Also choreografierten wir spontan den Ausdruckstanz. Nein. Nicht wirklich. Das wäre aber wesentlich lustiger gewesen. Wie dem auch sei. Ich rief den anderen zu, dass sie nicht kämpfen, sondern sich daran machen sollten, unsere Intention klar zu machen. Und zwar, indem sie riesige Buchstaben in den Schnee schrieben. Hast du schon einmal versucht, Buchstaben in den Schnee zu stapfen, während dich ein gewaltiges Reptil angreift? Das ist ein Wortwort, kann ich dir sagen. Ich habe jeden Muskel an Stellen, wo man definitiv keine haben sollte. Pass nur auf, dass nicht der erste Magier wirst, der Liegestütze schafft. Und hat's funktioniert? Die Liegestütze? Nein, die Buchstaben in den Schnee zu schreiben. Da waren wir uns zuerst nicht sicher. Aber irgendwann ließen ihre Angriffe nach und ich sah, wie sie las, was wir geschrieben hatten. Und dann flog sie wieder in unsere Richtung. Doch anstatt uns erneut anzugreifen, verhob sie sich im Schnee. Der Boden tut uns zwar am Zittern, bis wir plötzlich alle auf ihrem Kopf stehen, wie sie da den anhebt. Für einen Moment dachte ich, dass wir in Turz reich aufstiegen, aber stattdessen hob uns Livre höher und höher in Richtung des Tempels. Nach einer Weile sahen wir einen Turm, der sich mitten des Tempels erhob. Die Wächterin hatte uns anscheinend verstanden. Denn immerhin brachte sie uns zu dem einzigen Ort, wo die Flamme sein konnte. Und bald schon waren wir nahe genug gefahrlos, um vom Kopf der Guivre zu springen. Und dann sah ich den Altar. Was habt ihr gesehen? Das ist es ja. Wir sahen nichts. Nichts. Keine heilige Flamme Leviathans. Nur ein zerstörter Altar. Und ein leeres Becken, in dem die Flamme wohl einmal gebrannt haben muss. Wir waren so naiv. Die ganze Zeit hatten wir Hinweise darauf gesehen. Der Schst überall, der Zustand des Tempels. Die Flamme wurde während der Flut ausgelöscht. Lange bevor wir die Hochlande auch nur betreten haben. Ich hätte wissen sollen, dass ein wenig brennendes Feuer zu schön ist, um wahr zu sein.
ewig bekommen ist. Nicht einmal die Macht der Drachen hält ewig auf dieser Welt. Es war alles pure Zeitverschwendung. Du kannst dir denken, wie geschockt wir waren. Auch wenn es eine Weile dauerte, bis wir es ganz verstanden. Es gab keine Möglichkeit, diese Waffe zu schmieden. Nichts, was wir gegen diesen Totenbeschwörer führen könnten. In der Nähe des Altars war es vollkommen still. Der Priester hat uns noch nicht erreicht. Nur das Heulen des Windes war zu hören. Und das Gefühl kompletten Versagen zu uns. Die Wächterin braucht kein Wort zu sagen. Ich verstand sie. Unsere Gefühle waren nichts verglichen mit der Trauer, die in ihren Augen lag. Schließlich schossen einige Priester zu uns auf, die uns bestätigten, was wir bereits kombiniert hatten. Am Tag der Flut verloren sie das Objekt ihrer Anbetung. Wenigstens haben wir was ohne zu Spachtel gekriegt, hat das Ganze ein wenig erträglicher gemacht. Sie hatten Mitleid mit uns, glaube ich. Gemeinsames Trauern macht zu Kumpels. Und sie waren ziemlich interessiert an deinem Schwert. Wenn man bedenkt, dass die letzten Tage alles passiert ist, diese mindere Heiligkeit ist da keine große Sache mehr. Aber es ist ein Memento an mein Memento an meine Großmutter. Also werde ich es immer in Ehre halten. Ich war naiv zu glauben, dass ich in ihre Taten mitgehen könnte. Aber ich hätte nicht gedacht, dass du so lange mit den Priestern reden würdest. Ich habe dich noch nie so Gespräche erlebt, Rhea. Na Hammer, man sieht doch nicht jeden Tag solche Schmiedekunst. Die ganze Klunker, die da anhatten, dumm. Das ist echte Handwerkskunst. Ich zweck. Nein. Bitte nicht. Du beschwerst dich auch nicht, wenn Iniko so redet. Aber so eine Handwerkskunst ist bei solchen, die Uhr anbeten, wohl zu warten. Und sie waren ausgesprochen großzügig. Sie haben dir diese Pale ja quasi aufgezwungen. Und diesen Paul-Blauplan. Da hast du was falsch kapiert, Sir. Der war für dich. Ist eine Blaupause für ein Schwert, die seit Gründen des Tempels weitergereicht wird. Der macht einen Drachen würdig, haben sie gesagt. Dann haben sie es verschwendet. Ich weiß, du willst gar nichts in die Richtung hören, aber wenn du es mal willst, werde ich das gern für dich schmieden. Das könnte die Lösung sein. Wir haben uns dann aber bereit gemacht, dich zurückzugeben. Der Mangel an Bäumen macht mir da Sorgen, aber Paya schien das nicht zu kümmern. Wir begaben uns in den Vorhof, wo sie langsam aber sicher einen ganzen Baum wachsen ließ. Die Äste waren schneeweiß und mit leuchtenden Blättern bedeckt. Ich habe sie danach gefragt, was für ein Baum das war, und sie meinte, es sei der Traum des Bodens. Keine Ahnung, was sie damit meinte. Den Priestern schien das Ding nicht zu gefallen. Aber wir mussten los, also ging es in den Baum. Sind dann zu Bayern und von da aus hierher. Das war's also. Ja, ich war noch nie so betrübt auf dem Weg hierher. Ach, hör mal auf zu mobbern. Du hast schon auf dem ganzen Weg hierher rumgeflennt. Du hast gut reden. Immerhin hast du diese Edelsteine bekommen. Die sind sicher gut für deinen dämlichen Wettbewerb. Manche von uns sind eben ein wenig davon irritiert, dass die Quest gescheitert ist. Warum sagst du nicht einfach, was dein verdammtes Problem ist, du Pappkopf? Mein Problem ist, dass du so tust, als ob es okay wäre. Oh, schrecklich. Was war das?
Ist es vorbei? Scheint so. Alle Norden? Mehr oder weniger. Ja. Was ist mit Melly und den anderen? Ich muss sofort. Ich bin los. Alles klar. Danke, Ria. Ich bin dann mal weg. Wir haben unsere Geschichten erzählt. Jetzt gibt es keinen Grund mehr für mich hier zu bleiben. Ich habe Leute, die mir etwas bedeuten, nach denen ich sehen muss. Auch wenn euch das vielleicht anders geht. Bis bald, Hex. Es wird langsam spät. Wenn du müde wirst, habe ich immer ein Zimmer für dich, Lin. Passt schon. Ich leiste die Gesellschaft. Die Lage muss ja wirklich ernst sein, wenn du das anbietest. Wie sagt man doch, Wartezeiten waren harte Maßnahmen. Letzte Morgenröte. Achievement. Willkommen zurück. Klappe. Okay. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Noch die Quest schief gelaufen. Wo sind die anderen? Iniko ist draußen und versucht, Wolle zu beruhigen. Wir wollten nicht, dass er sich in deiner Taverne übergibt. Hat er eine Panikattacke? Ich hoffe, Tia macht ihm deswegen nicht das Leben schwer. Das macht sie doch nicht, oder? Nein. Wo ist sie denn? Weg. Sie ist weg. Sie ist gegangen. Oh Gott, ich habe eine Befürchtung. Nein, sie ist tot. Ich hasse es, recht zu haben. Hört auf, das ist nicht witzig. Sehen wir so gut, als ob wir Witze machen. Es tut mir so leid, das ist fürchterlich. Musst du uns nicht sagen. Ist noch jemand? Nein, wir sind rechtzeitig gekommen. Entkommen. Das ist gut. Wo ist Hebel? Habt ihr Xen gesehen? Vielleicht im Abgrund? Nein, wir haben Xen nicht gesehen. Aber was? Ich habe eine Gefangene gefunden, unweit des Portals. Sie waren mit geschnitzten Blumen verziert. Ich denke, Xir war dort, aber Xir ist nicht zurückgekehrt. Ich hoffe, Xir ist in Ordnung. Ein Drink hat uns schon geholfen. Was soll das heißen? Hast du Phoebe keinen Drink gemacht? Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit. Und du hast Xen willentlich in Gefahr gebracht. Ich hatte gehofft, Xen davon abhalten zu können, loszuziehen. Nichts in der Welt könnte Phoebe davon abhalten, anderen zu helfen. Du Idiot. Das ist mir jetzt auch klar. Du sollst den Drachen danken, dass die Trommelfälle meiner Freunde mir wichtiger sind, als dich anzuschreien. Ich bereue es bereits genug. Keine Sorgen. Das tust du besser, wenn Xir verletzt wurde. Wenn Xir enden sollte wie Eleitia, dann... Ich weiß.
Wir hätten sie nicht zurücklassen sollen. Ihr Leichnam war nicht gerade kooperativ. Wir hätten sie nicht mitnehmen können, selbst wenn wir. Wenn sie nicht so. Was? Einen Leichnam. Clay. Er hat recht. Zeig mal ein wenig Respekt. Ich wollte nur sagen. Dann sag ich nicht. Also gut, ihr drei, beruhigt euch. Heute muss nicht noch mehr Blut vergossen werden. Bitte, erzählt uns, was passiert ist. Warum sollten wir das ist passiert? Das haben wir nicht. Aber die Welt haben wir definitiv im Stich gelassen. Unser Engel wäre enttäuscht von uns. Wir hatten keine Wahl. Natürlich sagst du das. Das musst du glauben, oder? Was soll das heißen? Du fliegst immer. Natürlich, würdest du dieses einmal nichts anderes tun. Ich bin geflohen, weil jemand auf mich wartete. Clay. Jemand, den ich nicht im Stich lassen konnte. So jemand hatte sie auch noch. Okay, wie wäre es mit einem Drink, damit wir uns erst einmal beruhigen? Nein. Schlechter Zeitpunkt. Ich nehme einen. Ich muss dir immer erzählen, was passiert ist, auch wenn ich es eigentlich nicht will. Hast du etwas, was das mir leichter macht? Mir gehen nur langsam die Geheimnisse aus. Keine Sorge, das geht heute auch sonst. Ich habe leider nichts, um Bedauern zu ertränken. Aber vielleicht kann ich dir etwas machen, was die Wurz leichter rauskommen lässt. Oh, verdammt. Dann den ersten Charakter von ihm. Und ich will es nicht hoffen, aber ich hoffe, Hebe geht's gut, aber vielleicht einen zweiten. Wenn wir ganz deutlich haben. Dann machen wir das mal so. Und weitere Zutaten. Und wenn es geht. Herzenssprecher. Können nur Striche nicht vergessen. Hier. Danke für diesen kleinen Funken Normalität. Also, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Habt ihr ihn aufgehalten? Nein. Oh. Irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber er war schneller als wir. Melly und Baya hatten uns eine Karte gegeben, damit wir schnell zum Portal kamen. Aber als wir dort ankamen, fanden wir einen Zettel, der an einen Baum genagelt war. Darauf stand, geht, wenn euer Leben lieb ist. Er wusste, dass wir kommen würden. Anscheinend. Jade und Tia stritten sich, was wir tun sollten, aber wir hatten nicht gerade viel Möglichkeiten. Also folgten wir ihm mit dem Abgrund des Zwielichts. Es, das Reich der Albträume, klingt wie eine Untertreibung. Ohne Wolle hätten wir es nie geschafft.
Und Tiers nicht. Und Tiers nicht. Wir begegneten dem Totenbeschwörer auf seinem Weg zurück. Wir konnten ihn nicht einmal davon abhalten, uns zu begegnen. Er war vollkommen unverletzt, wie einfach es für ihn gewesen sein muss. In seinen Händen hielt eine Axt in der Form eines Drachenschweifs, die vor magischer Energie zu produzieren schien. Sie war kleiner, als ihr sie mir vorgestellt hat, als ich sie mir vorgestellt hatte. Magische Waffen passen sich auf der Größe der Person an, die sie führen. Verstehe. Wir hätten möglicherweise eine Chance gehabt, wären wir nicht diesen Albtraum auf die Kreaturen in die Arme gelaufen. Ich dachte zuerst, sie würden auch ihn behindern, aber der Totenbeschwörer rief sie in der Sprache des Abgrundes um Hilfe an. Wo sie sagte, man hätte ihnen Freiheit und endlose Albträume versprochen. Und so schlossen sie sich ihm an. Und wir sahen uns in dem Totenbeschwörer der Waffe eine Gottheit und einer Horde Monster gegenüber. Wir dachten, wir wären gut geschützt. Die Frostrüstung, sie half zuerst gegen die scharfen Krallen dieser Kreatur. Aber immer wenn der Totenbeschwörer uns zu nahe kam, wirkte er einen modifizierten Feuerzauber. Unsere Rüstung schmolzen dahin und mit ihnen unsere Verteidigung. Zumindest waren wir schnell genug, den meisten Angriffen auszuweichen. Ich hatte also recht. Auch wenn es nicht so befriedigend ist, wenn ich Tier nicht mein Hab's dir doch gesagt und die Nase reiben kann. Das Feuer musste ich sehr mitgenommen haben, Dave. Das hat es. Ich konnte ihm ausweichen. Bis wir an den Rand des Abgrunds gedrängt wurden, hin zu dem Portal, durch das wir ihn betreten hatten. Das war sein Ziel, zurück nach Gaia. Die anderen waren von den Kreaturen bereits zurückgedrängt worden. Nur ich stand ihm noch im Weg. Als seine Feuermagie mich auf den in die Brust traf, taumelte ich rückwärts und fiel zu Boden. Und ich blieb liegen. Ich wünschte, ich wäre wieder aufgestanden, doch die Angst überkam mich und ich konnte mich nicht bewegen. Ich lag da, versenkt, lauternd, stand vor Angst und er sah mich an. Ich dachte noch, das war's, es ist vorbei, ich werde mir zurückgelassen. Und dann, nach einer gefühlten Ewigkeit schritt er einfach durchs Portal und ließ mich zurück, lebendig. Ich stolperte ihm nach, sobald ich wieder bei Sinnen war. Ich weiß nicht, warum er mich am Leben ließ. Vielleicht hatte er einen Anfall von Mitgefühl. Vielleicht, aber das ist egal, schätze ich. Als ich mich dem Kampf wieder anschloss, sah es noch schlimmer aus als gerade eben noch. Jedes Mal, wenn ein Monster fiel, brachte er es einfach zurück. Wir kamen nicht einmal an ihn heran, bis Clay vier von ihnen auf einmal fällte und Tier schnell genug war, diese Bresche auszunutzen. Mit einem Mal war sie dicht an den Totenbeschwörer, in ein Duell mit ihm verwickelt. Genau in der Mitte des Mondseen gebadet, in Cassiopeias Licht. Es stimmt, man kann alle sieben Monde in diesen Wassern gespiegelt sehen. Wäre das ganze Blut nicht gewesen, es wäre ein wunderschöner Anblick gewesen. Ich versuchte ihm zu helfen, aber ich wurde von den ganzen Monstern immer wieder zurückgedrängt. Tiers Blut ist golden. Wusstest du das? Nein, und ich wünschte, ich wüsste es nicht. Ich auch. Ich erspare dir die Details. Sie ging zu Boden und er schlug auf sie ein.
bis sie nicht mehr aufstand. Und dann... Dann... Er holte sie zurück. Das heißt, ihren Körper. Unsere Tia war nicht mehr darin. Sie hatte niemals windig gegen Clay gekämpft. Ich versuchte, ihn zu erreichen, aber sie ließ mich nicht durch. Und ich konnte ihr nicht wehtun. Sie ist mein bester Freund. Wir versuchten weiter zu kämpfen. Die Hitze unserer Wut nutzten, um daraus einen Sieg zu schmieden. Aber ich konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken, wer als nächstes mit solchen fürchterlichen Lehren umgehen würde. Als ich Clays Schrei hörte, als Tia seine Schulter durchbohrte. Ich musste etwas tun. Also rief ich, dass wir fliehen mussten. Nico zog Voi weg und schlug uns eine Bresche durch, die wir entkommen konnten. Und ich versuchte Clay von Tia wegzureißen, weg von all dem Tod. Aber er ist viel stärker als ich. Also rief ich nach James, um mir zu helfen. Nur um es gesagt zu haben, wir sind Vergänger. Aber Tia würde mich umbringen, wenn ich zulassen würde, dass Clay etwas geschieht. Es war die richtige Entscheidung. Ihr habt euch dafür entschieden, euch zu retten. Tia wäre stolz auf euch. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber wenigstens leben wir. Und wenigstens das. Jade half mir. Clay aus dem Kampf zu ziehen. Und wir rannten. Wir rannten und rannten, bis Voi zusammenbrach. Und als er wieder zu sich kam, machten wir uns auf den Weg hierhin. Und nun sind wir hier. Ich bin froh, dass ihr es zurück hierher geschafft habt. Aber was ihr durchgemacht habt, tut mir so unendlich leid.